Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Wir haben heute im Test das Freiberger Pilz. Ein herbstfrisches Pilz soll es sein, seit 1850 gebraut in der Freiberger Brauerei. Ja, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, können wir hier noch ablesen. Es ist eine 0,33 Liter Flasche, die jetzt aus der Naturkühlung kommt, mit 4,9% Volumen Alkohol, ein klassisches Pilz, kommt aus Freiberg in Sachsen. Ja, gebraut ist es mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Und ansonsten, ja, erfahren wir erstmal nicht viel über dieses doch sehr interessante Pilz, welches wir sogleich eröffnen werden. Ja, da ist es auch schon geschehen. Auf dem Kronkorken könnten wir auch nochmal lesen, dass da Freiberger Pilz steht. Und dann ist nochmal hier irgendwas abgebildet, wovon ich keine Ahnung habe. Dann schnuppern wir mal in der Flasche. Ah, klassischer Pilzgeruch. Sehr schön hopfig. Mhm, steht ja auch drauf. Herb, frisches. Herb, frisches, ja. Hatte ich also gleich mit einer Hopfennote auch gerechnet. Mhm, macht erstmal einen schönen Eindruck. Um das Ganze etwas besser beurteilen zu können, geben wir das Ganze hier in unser Testglas hinein. Mhm. Darf sich hier auch eine schöne Blume erstmal entwickeln, damit wir das Ganze ein bisschen beurteilen können. Ja, schöne hellgelbe Farbe, wie man es von einem Pilz auch erwarten würde. Auch eigentlich ein recht feinporiger, fester Schaum so. Das kann man hier noch mal einigermaßen sehen. Der ist relativ fest. Ja, also macht für einen Pilz auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck im Glas. Einen kleinen Schluck hebe ich mir noch auf. Ja, noch mal ein bisschen viel Schaum jetzt im Glas, aber das macht nichts. So, kann man die Farbe vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Also wirklich schön. Goldgelb hier, tolle Farbe für einen Pilz. Ja, dann schnuppern wir mal am Glas. Riecht gar nicht mehr so herb wie aus der Flasche, aber definitiv frisch irgendwie. Das Malz kommt erst so beim zweiten Schnuppern im Prinzip durch. So, das Freiberger Pilz hier jetzt im Geschmackstest. Prost. Sehr, sehr feinperlig erstmal auf der Zunge. Im Antrunk sehr leicht hopfig. Das Malz kommt erst so nach hinten raus, leicht durch. Nicht mal besonders stark. Tja, ein herbfrisches Pilz soll es sein. Zeigt eindeutig den Charakter eines Pilz. Überzeugt auf jeden Fall durch den sanften, leicht hopfigen Antrunk und den schönen Abgang mit einer dezenten Malznote. Tja, viel Kohlensäure irgendwie gefühlt. Also es prickelt wirklich beim Schlucken. Schön sprudelig. Ja, deswegen auch wahrscheinlich herb frisches. Ja, okay. Aber
Schmeckt gut. Schöner Testhobel. Ich danke dafür.